Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem Video. Vorab möchte ich gerne sagen, vielen Dank für die tollen Genesungswünsche. Es hat mich sehr, sehr gefreut, wie viele da an mich gedacht haben. Für alle, die mir jetzt nicht auf Instagram oder bei Weight Watchers folgen, mir ging es die letzten paar Tage richtig, richtig schlecht. Ich hatte mir einen kleinen Magen-Darm-Virus eingefangen. Ich konnte leider nichts essen, ich habe nichts drin behalten. Deswegen habe ich mich auch ein wenig schwach gefühlt. Gestern war ich, glaube ich, überhaupt nirgendwo zu erreichen. Ich habe einfach nur gedöst und Gott sei Dank hat es meine Kleine auch zugelassen. Der zweite Zahn ist jetzt auch endlich durchgebrochen und auch bei ihr war dann so ein bisschen die Erschöpfung der letzten Tage zu spüren und deswegen haben wir uns auf die Couch gekuschelt und gedöst. Sie ist jetzt Gott sei Dank auch wieder relativ fröhlich unterwegs und das freut mich natürlich auch. Mir geht's besser und ich dachte, ich nehme euch heute mal so ein Stückchen mit. Und wir sprechen nachher nochmal über mein kleines Ziel, über meine Challenge, die ich mir selber gesetzt habe, die ich jetzt wegen der letzten paar Tage nochmal ein wenig umplanen und umstrukturieren muss, weil das ja alles nicht so geklappt hat. Ich konnte ja damit jetzt nicht rechnen, dass ich auf einmal irgendwie einen Magen-Darm habe, vor allem, weil das bei mir total untypisch ist. Normalerweise, wenn es mir schlecht geht oder so, dann weiß ich nicht. Übergebe ich mich einmal und danach ist bei mir wieder gut. Ja, dann dauert das eine Stunde oder zwei und dann geht es mir wieder gut. Also, dass mir wirklich so, so lange am Stück so schlecht geht, hatte ich ewig nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal, da war ich irgendwie 6 oder so. Dementsprechend bin ich relativ froh, dass es mir jetzt wieder etwas besser geht. Durch meine 3 Tage auf der Couch ist natürlich einiges liegen geblieben, sei es der Haushalt, sei es YouTube, sei es irgendwie meine sportlichen Aktivitäten oder meine Vorhaben, meine Essenspläne etc. pp. Deswegen habe ich mir schon eine To-Do-Liste geschrieben und werde davon jetzt einiges aufarbeiten und versuchen, heute so viel wie möglich zu schaffen, aber mich auch trotzdem noch zu schonen, denn es geht mir immer noch nicht so perfekt. Ich denke mal, ich werde jetzt anfangen mit meinen PC-Sachen, die ich noch machen muss. So, ich konnte jetzt ein bisschen was abarbeiten, was so liegen geblieben ist, aber noch nicht alles, bei weitem noch nicht alles. Also ich werde nachher auf jeden Fall nochmal an den Computer müssen, das werde ich dann aber tun, wenn die Kleine im Bett ist. Ich warte jetzt noch auf einen Rückruf. Ich habe gerade auch der Kita schon eine Bestätigungs-E-Mail geschickt, dass ich weiterhin auf der Warteliste bleiben möchte, weil ich ja für die Kleine einen Kindergartenplatz für nächstes Jahr im August möchte. Eigentlich wollte ich erst, wenn sie so 2,5 oder 3 ist, dass sie in den Kindergarten geht. Aber da ich ja hier selber keine anderen Leute mit Kindern kenne, die auch in dem Alter sind von ihr, haben wir uns dann dazu entschieden, dass wir für nächstes Jahr eben für morgens 4-5 Stunden oder so dann einen Kindergartenplatz möchten. Und dann werde ich auch wieder arbeiten gehen morgens. Und ich denke, das passt für uns beide. Ihr hört es jetzt schon, sie hat Hunger, ich habe auch ein bisschen Hunger. Meine Suppe steht schon auf dem Herd. Für sie werde ich jetzt auch gleich noch eine Kleinigkeit machen. Oh. Und dann gibt es auch was zu essen für uns beide. Und dann, melde ich mich nachher wieder, wenn es dann an die Hausarbeit geht und wir gut gestärkt herangehen können. So, meine Kleine und ich, wir haben jetzt was gegessen und ich bin da richtig, richtig happy, dass ich was essen konnte. Und es hat super geschmeckt. Ich habe mir Brokkolisuppe gemacht gestern und meine Kleine durfte auch ein bisschen was essen. Ihr hat scheinbar auch ganz gut geschmeckt. Ich muss gestehen, es ist schon wieder ein bisschen später am Nachmittag, denn wir waren heute Morgen ein bisschen draußen, haben uns ein bisschen bewegt, haben viel miteinander gespielt und so. Ich genieße auch momentan, dass es der Kleinen einfach so gut geht. Die sitzt jetzt auch gerade in ihrem Bettchen und spielt und ich werde jetzt ein bisschen hier aufräumen und halt noch den Rest machen, den ich gestern nicht geschafft habe. Und dann nehme ich euch noch ein Stückchen mit. We'll be right back.
Wir starten hier. Das ist mein Kleiderschrank. Den werden wir wahrscheinlich nicht nochmal mitnehmen. Der ist nämlich direkt beim Einbau gerissen. So, dann gehen wir hier rüber zu der Schmuddelecke. Ich habe leider nicht viel Platz. Das hier ist mein Motivations-T-Shirt. Deswegen hängt es hier. Das hat mir meine Schwester geschenkt. Das ist in Größe L. Das passt natürlich. Also ich kann es anziehen, aber schön ist was anderes. Ja, dann haben wir hier meinen Schminktisch. Der ist jetzt auch soweit fertig. Den kann ich dann endlich einräumen. Da freue ich mich mega drauf. Den hat mir mein Mann geschenkt, weil ich mich sonst immer am Esstisch geschminkt habe. Und der ist eigentlich ganz simpel. Nichts Besonderes, aber irgendwie voll cool. Also ich finde es voll süß, dass er... Also er hat mich damit überrascht. Und sowas ist halt total Gold wert, ne? Hui, mit Licht. In verschiedenen Helligkeiten und so. Einzige, was ein bisschen doof ist, ist, dass das Kabel da so blöd dranhängt. Aber ansonsten finde ich es halt echt mega, mega süß. Und ja, dass er das so einfach mal für mich gemacht hat, das ist halt voll schön. So, dann hier das Bett. Unser Regalchen. Ja, Mülleimer, falls jemand gewundert hat beim Putzen, warum ich den nicht mitgeputzt habe, den putze ich einmal täglich, damit sich die Gerüche da nicht festsetzen, und auch der Beutel wird momentan einmal täglich gewechselt, weil sonst ist das sehr unangenehm. Ja, das ist die Wickelkommode von der Kleinen. Das ist so ein Bubblefrosch, den kann man hinten an die Badewanne hängen und dann blubbert der so Blubberblasen raus. Da freue ich mich schon voll drauf. Ja, ihre Wickelunterlage mit diesem mega süßen Sterntaler Emmy. Finde ich total süß. Ja, und dann haben wir hier nur so drei von diesen Dingern hängen. Normal wickeln wir halt mit Wasser. Und dafür haben wir noch so ein größeres. Da kommt dann immer Wasser rein und so ein Spritzer hiervon. Das ist keine Werbung für Pinaten. Ich mag Pinaten halt einfach nur gerne, weil ich von den meisten Sachen die Gerüche einfach nicht so gerne mag. Ja, und ansonsten ist das so eine Standard-Hemmnis-Kommode. Ja, dann haben wir hier oben noch unseren ganz, 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 ganz tollen Heizstrahler. Ja, der ist natürlich momentan nicht an, aber den werden wir vermutlich auch den Winter nochmal behalten. Beziehungsweise, ja, er nimmt uns da jetzt keinen Platz weg. Wir haben eh keinen Platz. Ja. Deswegen bleibt er wahrscheinlich stehen. Das fand ich so süß, ne? Den Wäschekorb. Der ist gerade ein bisschen die Ohren hängen. Das Einhörnchen. So, fand ich so süß. Den hatte ich bei der Kisu gesehen. Musste ich haben. Ja, und dann ist halt hier das Bett. Und ja, ich weiß, die Kuscheltiere, die kommen raus. Aber sie mag das ganz gerne, noch ein bisschen zu kuscheln und zu spielen. Und 10, 15 Minuten später, wenn sie dann eingeschlafen ist, dann hole ich die dann auch wieder weg. Und das ist so ihr Kuscheltuch. Ja, das ist so ihre Lichterquelle. Wobei das noch nicht so das ist, was ich eigentlich wollte. Sie ist zwar sehr fasziniert, aber es ist noch nicht das, was ich so... Ja, ich brauche noch so ein anderes Lichtchen dafür. Ja, das war es tatsächlich auch schon. Wir haben halt leider nicht ganz so viel Platz. Und ja, that's it. Das ist unser Schlafzimmer. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Es ist Samstag früh. Ich habe mich jetzt fertig gemacht, denn wir fahren gleich zum Impfzentrum. Ich habe die zerrissenste Hose rausgepackt, die ich gefunden habe. Aber ich muss sagen, die ist echt toll. Die habe ich für 10 Euro bei Shein gekauft. Und die hat hier so einen verstellbaren Bund. Damit kann man die halt noch ein bisschen enger machen. Und das fand ich halt ganz gut, weil wenn man abnimmt, ja, ich möchte halt nicht unbedingt permanent neue Sachen kaufen müssen. Es geht ja auch irgendwie ins Geld. Ich freue mich dann lieber, wenn ich wirklich ein paar Konfektionsgrößen weniger habe, dann auch ein bisschen zu shoppen. da habe ich mega, mega Bock drauf. Ich mache jetzt gleich noch mein Bett. Dann geht's ab zum Impfzentrum, denn heute habe ich meine erste Impfung. Ja, endlich. Wir haben lang drauf gewartet. Ich wollte aber erst, dass Philipp zuerst geimpft wird und dann wollte ich mich impfen lassen. Und Philipp hat jetzt die erste Impfung hinter sich. Ich habe jetzt heute die erste und ich glaube dann nächste Woche Philipp und übernächste Woche dann ich. Und dann sind wir beide durch.
Ja, und danach wollen wir, denke ich mal, ein bisschen auf den Rummel gehen. Hier ist es ziemlich klein. Ich habe jetzt irgendwie mit was Größerem gerechnet. Aber für die Kleine ist es ganz toll zum Gucken. Und ja, die stelle ich jetzt irgendwo hin, wo sie so ganz viele bunte Lichter sehen kann und so. Die ist ganz aufgeregt schon. Ja, mal schauen. Hallo? Na, wie war es auf dem Rummel? Klein. Klein. Deswegen haben wir uns jetzt auch entschieden, wieder zu gehen. Normalerweise esse ich immer eine Zuckerwatte, aber. Oh mein Gott, ich konnte nicht dran vorbeigehen. Es roch so, so lecker. Du sollst lächeln. Lach mal. Kost extra. So, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Ich fühle mich ein bisschen müde, so ein bisschen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das von der Impfung kommt oder einfach, weil ich gestern relativ viel gemacht habe und das Wetter halt auch ziemlich reinknallt momentan. Also sind ja wirklich Temperaturen wieder jenseits von gut und böse, wenn man sich die Wochen davor anschaut. Mir tut auf jeden Fall der Arm weh. Ja, der Rummel war ganz schnuckelig. Ich habe ja auch noch diese Pilz Kartoffelpfanne da gehabt. Da muss ich leider sagen, es hat besser gerochen, als es geschmeckt hat. Deswegen habe ich es auch meinem Mann gegeben. Denn was gönnen, finde ich, ist auch während einer Ernährungsumstellung und einer Diät, sage ich jetzt mal, wichtig. Aber nichtsdestotrotz, wenn es mir nicht schmeckt, muss ich es auch nicht mehr auf die Hüften packen. Ja, es hat mir mega Spaß gemacht, euch mitzunehmen. Wahrscheinlich sieht es ein bisschen weird aus, weil ich halt auch nicht wirklich weiß, wo ich hingucken muss. Ich gucke natürlich die ganze Zeit so halb auf mich drauf. Weil ich das erste Mal euch jetzt so mitgenommen habe. Normalerweise steht das Handy andersrum. Ich habe jetzt mit der Frontkamera gefilmt, um eben selber schnell zu überprüfen, ob ich auch richtig im Bild bin oder eben nicht. Verzeiht mir das, das werde ich natürlich auch verbessern. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Aber jetzt wollen wir dann doch nochmal zu einem etwas anderen Thema kommen, und zwar meine Abnahme. Wie ihr schon am Thumbnail und wahrscheinlich auch im Titel erkennen könnt und konntet, ja, geht es darum, dass ich mir eine Frist gesetzt habe von 14 Wochen. Die eine Woche ist jetzt eigentlich schon um. Das heißt, ich habe eigentlich letzte Woche Sonntag damit gestartet, denn in 14 Wochen ist die Taufe meiner Kleinen. So, da hat gerade der Nachbar an der Tür geklopft. Also nochmal, 14 Wochen, 14 Kilo, da war ich, glaube ich, gerade, hoffe ich zumindest. Ja, es geht darum, dass in 14 Wochen die Taufe meiner Tochter ist und ich gerne ein Kleid anziehen möchte. Mich aktuell aber nicht wirklich wohlfühle mit meiner Figur und deswegen gesagt habe, 1 Kilo pro Woche ist ein Ziel, das nicht zu hoch gestochen ist, aber für das man auf jeden Fall etwas tun muss. Und es wäre mein Uhu, es wäre auch weit weg von der 100 und es wäre auf jeden Fall nah dran an der 80. Und ich sehne mich nach dieser Zahl. Ich sehne mich so, so sehr nach dieser Zahl. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das. Eigentlich bin ich jetzt schon in der 14. Woche, die jetzt so ein bisschen verschenkt ist, dadurch, dass ich 3 Tage fast nichts machen konnte und auch am 4. Tag mich noch nicht getraut habe, da 10.000 Schritte am Stück zu marschieren. Mir ging es aber auch einfach nicht gut. Ja, und es sind jetzt auch nicht mehr 14 Kilo, sondern 14,4 Kilo tatsächlich. Das ist aber nicht schlimm. Manchmal hat man ja auch Wochen, wo man ein bisschen mehr abnimmt. Mal hat man eine Woche, wo man Stillstand hat. Nichtsdestotrotz, die 14 Kilo stehen. Also mein Endgewicht wären dann 93,4 Kilo. Das gilt es zu erreichen. Und da werde ich auch alles dran setzen. Da habe ich jetzt noch 13 Wochen für. Und in dieser Zeit habe ich mir kleinere Aufgaben gestellt, um eben dieses Ziel zu erreichen. Es geht mir darum, eine gewisse Extraaktivität aufzubringen, um eben so ein bisschen, ja, meinen Körper ein bisschen aktiver zu machen, generell meinen Alltag aktiver zu gestalten. Ja, weil es mir halt nicht darum geht, mich runterzuhungern, sondern ich bin ja pro Bewegung, das habe ich ja schon gesagt. Ich finde, das ist unablässlich, wenn man abnehmen möchte, und es ist halt auch zudem gesund.
Bis zu einem gewissen Maß. Natürlich sollte man da auch nicht übertreiben und irgendwelchen Sport machen, der für einen aktuell noch gar nicht gemacht ist. Siehe ja auch mich als bestes oder schlechtestes Beispiel, wie man es halt auch will, da ich mich ja auch dolle verletzt habe bei dem einen Workout. Und deswegen habe ich mir jetzt immer so einen 1 bis 2 Wochen Plan für bestimmte Aufgaben, die ich erreichen möchte, gestellt. Das werde ich natürlich mit euch teilen. Ich starte das Ganze mit Schritt für Schritt zum Ziel, und zwar extra Aktivität. Bewusst Schritte zu gehen, die du selber auswählen kannst. Ich für mich habe mir 10.000 Schritte am Stück gewählt. Wenn du mitmachen möchtest, dann sehr, sehr gerne. Du bist herzlich willkommen. Schreib mir gerne auch eine DM bei Instagram. Wir sind mittlerweile auch schon zu zweit. Ich freue mich da auch mega drauf. Die Aufgaben passe ich sehr gerne auch an deinen Alltag an. Da habe ich gar kein Problem mit. Im Gegenteil, das würde mich sehr, sehr freuen. Ich für mich habe gesagt, die ersten 2 Wochen geht es darum, Schritte extra bewusst zu machen. Das bedeutet, nimm deine Uhr, nimm dein Handy, was auch immer. Irgendwo hat man immer einen Schrittzähler, und dann lauf los. Setz dir eine Zahl. Ob es 500 sind, ob es 1000 sind, 10.000, 15.000, so viel, wie du dir zutraust, auch in 2 Wochen jeden Tag extra gehen zu können, ohne dass es dich super einschränkt, ohne dass es dich mega stresst, aber es sollte dich schon fordern. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass das ein Schrittziel ist, was du den Tag über erreichen sollst, sondern es geht darum, bewusst zu sagen, ich laufe jetzt diese Schritte am Stück. So, aber da ich annehme, dass das Video, glaube ich, sehr, sehr lange wird, und ich meine, ich habe auch schon alles gesagt, werde ich mich jetzt gleich ein bisschen mit meinem Mann auf die Couch verdrücken, denn ich habe mir Harry Potter gekauft. Ich wollte unbedingt die Harry Potter Filme noch mal schauen, und man kann die ja leider nirgendwo angucken, weder auf Amazon Prime, noch auf Netflix, noch auf Disney Plus oder sonst irgendwo, und deswegen habe ich jetzt meinen Mann gefragt, und wir haben die jetzt gekauft alle bei Amazon für, ich glaube, 63 €, und da freue ich mich jetzt mega drauf, die zu gucken und mit meinem Mann ein gemütliches Wochenende zu verbringen. Ich wünsche euch auch ein wunderschönes Wochenende. Das Video wird, denke ich mal, morgen erst hochgeladen werden, also am Sonntag. Ich hoffe, dass ihr ein schönes Wochenende hattet. Ich hoffe, dass ihr noch einen schönen Sonntag habt. Und kommt gut in die nächste Woche. Wie gesagt, ich freue mich sehr über alle, die mitmachen möchten. Sehr, 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 sehr gerne. Je mehr, desto besser. Je mehr Kilos wir in 14 oder in 13 Wochen aufzeigen können, desto besser. Gemeinsam sind wir stärker, gemeinsam macht es mehr Spaß. Von daher schreibt mir gerne, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.